was geht ab? Wir haben noch nie eine Roomtour gemacht, deswegen will ich euch heute mal mitnehmen. Ja, in diesem wundervollen Haus in L.A., was wir gekauft haben 2020. Wir das erste Mal hier bei den Lakers waren. Genießt es, kommentiert, liked, abonniert den Kanal. Look, I come from a city, you hear signs when we sleep. Heaven sent, hands down, vibes so unique. They ain't play their part, so my part is play for keeps. Why I kid, but I never saw the east. Okay, also, wir haben alle Sachen eigentlich schon größtenteils rausgeholt. Deswegen nicht wundern, es ist jetzt noch nicht komplett so, wie wir es haben wollen und so, wie es eigentlich vermieten. Deswegen gar kein Stress. Auf jeden Fall hier, das ist mein Gaming-Zimmer. Das habe ich einrichten lassen von einem von den Face-Leuten, der Ingenieur, der die ganzen Zimmer und so macht und installiert. Deswegen Shoutout auf jeden Fall an ihn, der hat das auf jeden Fall nice da gemacht. Wenn ihr Face-Clan verfolgt, Face-Wag war hier in dem Zimmer drin und hat hier jeden Tag gestreamt. Genau, das ist mein Zimmer, wo ich ein bisschen runterkomme, ein bisschen Call of Duty spiele, ein paar Twitcher verfolge. So, dann geht's weiter. Hier, das ist geheim, privat. Das gehört unserem Fahrer Alex. Das ist sein Zimmer. Hier ist so ein kleines Spielparadies für die Kinder. Die spielen hier immer schön Toppen reingelegt für Alex. Alle meinte, damit es schön warm ist. Ist ja, du willst ja auch auf den Fliesen sitzen und hey. Spielen. Ja, dann geht's hier weiter zu meinem Weinschrank. Schau, wie leicht der Weinschrank ist. Und was trinkst du, ein Weißwein oder Rotwein? Ich weiß nicht, Mann. Gar nichts von beiden. Also wir haben von Amazon einfach schwarze Pullen bestellt. Ja, schön elegant rüberkommt. Hier essen wir immer. Ich weiß gar nicht, wie lang dieser Tisch ist hier. Hast du denn erwähnt, dass das alle unsere Möbel customized sind. Das heißt, habe ich alle selber designt. Ich habe das Material gewählt und wie er es machen soll. Und dann habe ich gesagt, I want black brushed metal on the bottom. Habe ihm gesagt, er soll über Kreuz machen. Alles. Auch die Stühle. Das habe ich halt gemacht, dass sich das halt in den Möbeln widerspiegelt. Das ist halt eben auch hier an den Stühlen und du siehst es auch nochmal in der Küche. Und alles andere, was ihr hier seht, ist auch customized. Nichts ist aus dem Laden gekommen. Das habe ich alles auf dem Blatt Papier gemalt und er hat das für mich dann umgesetzt. Die Lampe, die war schon hier. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hier war. Ist aber trotzdem, ich finde sie trotzdem schön. Ja, natürlich ist sie nice. Ja, ist ein Segen hier zu sein. Ne? Jeden Tag schön hier aufstehen. Rumlaufen. Baby schon weg, Beinchen ziehen. Hier geht's nach oben zu den ganzen Schlafzimmern. Erstmal ganz kurz hier. Das kostet $50,000. Big ones! Hier kommen wir zum Schlafzimmer. Heavy heart, we gon' see a levy part. Kingdom gon' see turnover like whenever. Schlafzimmer sehr schlicht eingerichtet, auch customized, alles sehr, sehr bequem. Alles sehr schwarz gehalten, damit, wenn man schlafen geht, alles dunkel ist, wir uns relaxen können, wir unsere Ruhe bekommen. Ja, ich habe ja auch mein Gaming-Zimmer, da wird es auch ein Video geben. Mein Gaming-Zimmer in Deutschland. Braunschweig. Ja, nee, aber hier, das ist auf jeden Fall sehr nice, auch mit den LED. Lampen an der Seite. Aber wir haben hier auch noch eine sehr große Terrasse. Darf man natürlich nicht weglassen. Der Raum ist eigentlich extrem hell, weil das hier alles aufmacht. Da hast du einen Blick auf das ganze Grundstück. Guesthaus. Da sind die Nannys gerade drin, deswegen werden wir euch das nicht zeigen. Gehen wir direkt ins Badezimmer. Badezimmer auch sehr nice. Das Einzige, was ich nicht cool finde. Hochglasfliesen. Das ist hier und in der Dusche, das ist eine Sache, die geht gar nicht. Wenn ich ein Haus bauen würde, direkt dunkel, grau, kein Hochglas. So Anthrazit irgendwas, so mäßiges. Aber sonst ist das hier auch also natürlich sehr, sehr, sehr edel eingerichtet. Nur ein bisschen dreckig. Ja, die Kinderin kommt morgen. Kinderin kommt morgen, macht alles sauber. Ab dem 4. Juli wird gesprochen, zu welchen Themen und so weiter. Wenn wir hier bleiben, dann ist es nice, dann sind wir direkt hier. Wenn nicht, dann müssen wir uns um die ganzen anderen Sachen kümmern, wie neues Haus, dann Schule, weil wir wollen mit dem kleinen Privatschule anfangen, für beide.
und. Ja. Wir haben hier natürlich auch einen Balkon. Hier war ursprünglich auch ein Fernseher dran. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Wir haben hier einen Gaskamin. Da kommst du dann quasi ins Schlafzimmer raus. Dann haben wir hier einen gasbetriebenen Kamin. Da kannst du sozusagen vom Badezimmer ins Schlafzimmer durchgucken. Auch sehr nice gemacht. Badewanne, Whirlpool-Funktion mit LED-Lights, LEDs, Dual-LEDs. Gibt nichts Besseres. Also es ist wirklich super unordentlich, weil wir haben wirklich nur noch alles zusammengepackt. Aber trotzdem zeigen wir euch mal eure Schränke. Ich denke, Dennis fängt an, damit seinen Schrank vorzustellen. Ja, das sind meine Sachen. Wie ihr seht, viel Puma, viel Dead Stuff. Puma over everything. Das sind aber alle gepackten Sachen, die wir unten haben. Gehört eigentlich mit hier dazu. Aber die lassen wir jetzt hier. Werden dann, wie gesagt, am 4. Juli sprechen wir mit den Teams und gucken, wo es hingeht. Wenn wir hier bleiben, umso easier ist die Transition. Kommen einfach mit unseren Sachen, die wir aus Deutschland haben, wieder hierher. Können alles einrichten und dann ist halt alles cool. Wenn es woanders hingeht, dann wird es natürlich stressiger. Für alle und für Ellen natürlich auch. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Mein Kleiderschrank, ja, eigentlich nichts Besonderes. Wie gesagt, wir haben alles zusammengepackt, weitestgehend. Wir reisen mit 9 Koffern jetzt insgesamt. Wir haben wirklich viel eingepackt. Ist schön, so ein Ankleidezimmer zu haben. Schon ein kleiner Luxus, ne? So, es geht weiter hier. Das ist unser wunderschöner großer Flur. Und ursprünglich hingen hier unsere Familienbilder unter diesen Leuchten, aber die haben wir abgenommen, weil wir das Haus hier immer wieder vermietet haben. Die sind, glaube ich, im Storage jetzt, ne? Das war hier. Ursprünglich war das Zimmer von Junior. Alle Zimmer sind mit begehbarem Kleiderschrank ausgestattet, also wirklich jedes einzelne Zimmer. Und jedes Zimmer ist auch mit einem kompletten Badezimmer. Aber gut, das hier ist das Bad von den Kiddies. Wir haben hier einen ganz kleinen, eine ganz kleine Terrasse, die auch abgesperrt ist, damit wir eben nicht rauskommen. Und da kann man direkt auf den Nachbar gucken. Wenn er mal chillt. Ja, hier. Wäschezimmer mit einem Trockner, mit Waschmaschine. Da mache ich die ganzen Sachen. Weißt du, wie du bist. Ja, das war das Zimmer von Emalia, vom Baby. Aber der Kleine schläft jetzt hier immer. 3 Uhr morgens bleibt er hier und dann um 3 Uhr morgens kommt er rüber zu uns ins Bett. Joel, bist du hier eigentlich? Hey, warte mal. So, jetzt ist Joel dran. Achso, aber Joel. Ey! Du machst das selber hier. Okay, hey Leute, willkommen in meinem Zimmer. Ich bin umgezogen ein bisschen, weil das Zimmer ist größer. Es ist ein bisschen unordentlich. Ins Badezimmer würde ich nicht reingehen. Doch, wir zeigen alles. Hallo, hallo. Ja, sind ein paar Handtücher und so, ne? Ein bisschen Creme okay, und so. Okay. Liegt da noch, ne? Ah, komm. Hier im Bett, da ist mein Computer gewesen, da habe ich die meiste Zeit dran gearbeitet. Hier ist noch eine Ringleuchte. Und ein paar Schuhe noch. Das habe ich bei Dave & Buster's gewonnen. Dann habe ich hier einen kleinen süßen Fernseher, wo ich ab und zu abends dann Disney Plus gucke. Und hier habe ich eine kleine Terrasse. Da hinten ist noch ein Klaset. Wie bei den anderen Zimmern auch. Ich glaube, er will nicht, dass wir reingucken, deswegen gucken wir jetzt auch rein. Da will ich echt nicht reingucken. Ehrlich nicht? Nee, echt nicht. Wow. Man so. Guck mal, Junior, tut mir leid, Junior hat es aufgemacht. Einmal ganz kurz. Okay, wir machen es wieder weg. Okay. Dann machen wir weiter. Freunde der Sonne. Hier habe ich vorher gelebt. Hier waren vorher meine Sachen drin. Gleiches Prinzip. Das Zimmer ist so ein bisschen kleiner, aber war am Bett am Start. Kann ich nicht meckern. An der Stelle, ich weiß nicht, ob Dennis das schon gesagt hat, aber die Haustour haben schon viele Leute angefragt. Deswegen lasst ein Like da, abonniert den Kanal, checkt auch gerne Ellens Kanal. Kanal macht, da kommen richtig viele Videos jetzt. Und Joels? Meinen könnt ihr auch gerne abchecken. Das muss ich auch nochmal zeigen. Ist eine geile Aussicht, ist aber gerade nicht so schön da oben, weil eben da eine Baustelle ist, weil der die Decke gerissen ist. Wenn wir hier wieder herkommen, nach L.A., dann werde ich das hier komplett einmal einrichten, sodass wir hier unser so Barbecue haben, Barbecue hier. Sag mal ehrlich, was gibt es besser als das hier? Du hast hier schon echt krass viel Platz, also hier Rooftop kannst du einiges draus machen, Bruder, ich bin ehrlich mit dir. Ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, werden wir hoffentlich, wenn wir wieder zurückkommen, alles einrichten, schön machen und dann können wir vielleicht noch eine Roomtour drehen, sodass ihr wisst, wie das Finishing Product aussieht. So, Küche hier. Hands, heavy heart, we gon' see a levy part. Kingdom gon' see turnover like whenever a Chevy start. They gon' see the Kopfinsel. Gibt's in Deutschland eigentlich nicht so häufig. Das stimmt. Aber auch sehr geil gemacht, sehr schlicht gehalten.
richtig fette Kühlschrank haben wir auch. Die Heineken, die sind von Joel. Cap! Die sind alkoholfrei und die waren für meinen Backfisch. Ach ja, schon. Dann haben wir hier Closet. Die Hennessy NBA. NBA hat uns das geschickt. Leckers. Ja, wie gesagt, die ganzen Gewürze, wenn ich koche, so für Elle, dann für Joel, für das ganze Haus. Heute ist er ein Scherzkeks, hä? Ja, heute ist er lustig. Wir haben zwei Mikrowellen. Eins, zwei. Wir haben drei Backöfen. Drei riesengroße Backöfen, kann man sagen. Eins, zwei, drei. Dann haben wir hier so eine Wärmestation auch noch. Auch sehr geil. Und wir haben insgesamt sechs Herdplatten plus diese große Platte hier, die halt eben ein Grill ist. Und jetzt kommt das Herzstück. Okay, das Herzstück unseres Hauses ist eigentlich die Küche, aber ansonsten hier unser Family Room. Das ist hier unser Wohnzimmer. Meine wunderschöne Couch, die ich auch sozusagen habe. Hier sind unsere Couchtische mit den Tischen links, rechts an der Seite. Ein Traum. Hier haben wir einen Kamin, den siehst du von beiden Seiten. Gaskamin, sowohl vom Esszimmer als auch vom Wohnzimmer aus. Einen riesengroßen Fernseher. Tatsächlich gucken wir sehr selten Fernseher, einfach nur, wenn wir mal ein Spiel gucken, läuft der Fernseher. So, Sitzecke hier. Der Teppich war eigentlich nicht der, den wir mal hatten. Aber die Mieter vorher haben unseren Teppich kaputt gemacht. Und deswegen haben sie den jetzt hier erstmal provisorisch reingetan. Auch geil gemacht mit der Absperrung für die Kiddies. Die Kiddies natürlich wissen, dass sie nicht ins Wasser gehen sollen, wenn wir nicht am Start sind oder die Nähe nicht am Start sind. Aber nichtsdestotrotz ist das sehr cool. Whirlpool, normaler Pool. Was ich immer sehr feier, ist Kunstrasen. Weil im Endeffekt, du musst dich nicht um nichts kümmern. Hier, ich muss kurz was vergießen, damit sie wieder weiter wächst und. Unser Basketball-Coach. Look, I come from a city, you hear signs when we sleep. Heaven sent hands down. Hier, wenn sie hier unterschreiben, hier will ich gerne eine Halle komplett machen. Das heißt, ich will Boden verlegen. Ich will, nennt man das, Überdachung machen. Und dann will ich hier wirklich so ein richtigen Court machen. Dass du wirklich immer richtig trainieren kannst und so. Werfen kann selber und so. Da muss ich nicht extra in die Halle, die Facility, abends, weil ich abends eigentlich immer noch in die Halle gehe und werfe. Hätten wir dann hier. Ja, der ist besser geworden. Geh noch mal einen Schritt weiter. Damn it! Dennis hat sich den ganzen Rücken zutätowiert. Wild, Bruder. Ja, das war schon eigentlich. Also im Endeffekt, hier, Gästehaus hast du noch? Gästehaus, ja. Das ist von unseren Nannys. Die leben oben. Unten haben wir so einen richtig großen Raum, wo wir noch nicht ganz genau wissen, was wir damit machen, wenn wir wiederkommen. Aber höchstwahrscheinlich Fitness / so Content Room. Ja, das war es eigentlich von der Haustour. Wie schon gesagt, liked, kommentiert, abonniert und ja, das war's eigentlich schon.